Der Ausmaß der Hauterkrankung am After kann von einfachen, banalen Läsionen oder Veränderungen bis zu Afterkrebs reichen. Deswegen eine Vorsorge, auch richtige Nachsorge, kann im wahrsten Sinne des Wortes das Leben retten. In diesem Video spreche ich über eine Vorsorge und die Nachsorge vom Afterkrebs. Also das heißt, dass man diese anale intraepithelialen Neoplasien vorzeitig erkennen kann und dass die Patienten, die schon mal diese Erkrankung hatten, auch die Infektion mit einem HPV-Virus hatten, dass man die Patienten so nachsorgt, dass diese Erkrankung nicht nochmal kommt und dass sie keinen Afterkrebs oder keine bösartige Erkrankung des Afters entwickeln. Mein Name ist Dr. Eduard Karsten, herzlich willkommen Wuppertal in meiner Praxis. Das ist ein sehr wichtiges Video, denn wir sehen, dass die Anzahl von diesen Neoplasien steigt. Und das habe ich auch gesagt, früher, also in älteren Büchern steht das, dass Afterkrebs, also Analkarzinom, relativ selten ist. Man sprach von 2 auf 100.000 Einwohner jedes Jahr. Wuppertal hat zum Beispiel 350.000 Einwohner alleine in diesem Jahr. Wir haben jetzt April sozusagen und wir haben schon ungefähr 10 Neuerkrankungen diagnostiziert. Also da stimmt eigentlich diese Statistik nicht. Ne? Das ist so, das heißt, die Anzahl steigt. Wir wissen nicht, woran das liegt ganz genau. Ne? Da sind viele Faktoren, können eine Rolle spielen. Also die Menschen verändern sich, das menschliche Verhalten verändert sich. Wir sprechen über viele Dinge vielleicht etwas offener. Vielleicht sind wir auch als Ärzte etwas sensibler oder vielleicht gehen auf die Dinge, die schon vielleicht vorher waren, einfach mit offenen Augen, merken das häufiger. Aber wir sehen auch diesen Trend. Deswegen ist es wichtig, dass man nicht nur diese Erkrankung diagnostiziert und richtig behandelt, sondern dass wir als Ärzte, als Mediziner so handeln, dass diese Erkrankung überhaupt nicht entsteht. Das bedeutet, die Menschen, die eine Risikogruppe darstellen oder zum Beispiel schon mal eine Infektion mit HPV hatten, das muss auch nicht am After sein, das heißt zum Beispiel Frauen, die vielleicht diese Infektion im gynäkologischen Bereich haben, zum Beispiel in den Genitalien oder in der Gebärmutter, ne, das ist auch um Screening-Untersuchung, die sich auch natürlich regelmäßig untersuchen, damit da einfach da auch nichts passiert. Nummer eins, ich spreche nochmal über die Risikogruppen, also das ist relativ klar. Das bedeutet, die Menschen, die schon mal eine Infektion mit HPV-Virus haben, denn HPV-Virus ist eins der, ist wahrscheinlich die häufigste Ursache für diese Entartung. Wenn das jemand schon mal hatte, ne, zum Beispiel vielleicht auch eine ganz kleine, vielleicht ganz kleines Kondylom, also kleine Feigwarze, man muss wirklich daran denken, dass man sich regelmäßig untersucht. Nicht nur die ersten Jahre danach, sondern man sollte das lebenslang machen. Das zweite ist natürlich Menschen, die sehr viele Sexualpartner haben. Ja? Raucher sind auch natürlich prädestiniert, aber auch Menschen, die einen passiven oder rezeptiven Analverkehr praktizieren. Die nächste Gruppe, die auch extrem oft betroffen ist, sind Menschen, die immunsupprimiert sind. Das bedeutet, das Immunsystem bei diesen Menschen etwas geschwächt ist. Ja, das kann aufgrund einer Erkrankung sein, das heißt Menschen mit einer konsumierenden Erkrankung, mit einer onkologischen Erkrankung oder zum Beispiel auch parallele Infektion mit einem HIV-Virus, ne, kann natürlich eine sehr große Rolle spielen. Manchmal auch Patienten nach einem Post-Covid-Syndrom, also wenn das Immunsystem einfach nicht mehr so funktioniert, wie es früher funktioniert hatte, da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Und natürlich Menschen unter der immunsuppressiven Therapie. Das heißt, Präparate, die das Immunsystem runterfahren, um bestimmte Erkrankungen zu behandeln. Diese Menschen sollen sich natürlich regelmäßig untersuchen lassen, nicht nur für kurze Zeit, sondern man sollte es wirklich regelmäßig im Leben machen. Wie läuft so eine Vorsorge oder so eine Untersuchung ab? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist natürlich das ganz normale Fingeruntersuchen, das kann auch der Hausarzt machen. Das heißt, After wird erstmal äußerlich etwas beguckt, also wenn wir irgendwas sehen, was da nicht stimmt oder vielleicht irgendeine Veränderung darstellt, sollte man vielleicht das vielleicht eine kleine Probe entnehmen, das einschicken und After kann auch vom Hausarzt einfach abgetastet werden. Natürlich, die kleinen Veränderungen merken wir nicht, ne? Aber wenn zum Beispiel die Veränderung schon etwas größer geworden ist, nur kleine Tumore, kleine Verdickungen können natürlich abgetastet werden und so kann schon vielleicht eine Verdachtsdiagnose oder da können schon vielleicht die Alarmglocken läuten, dass man vielleicht etwas mehr Untersuchung macht. Dann einfache Anoskopie oder Proktoskopie, das bedeutet, man guckt einfach mit einem starren Gerät in After hinein, das heißt, wir können Analkanal gut einsehen, so können wir die mit dem geschulten Auge diese Veränderungen sehen. Das heißt, auch mikroskopische Veränderungen sieht man leider nicht so gut. Auch die kleinsten Veränderungen werden einfach oft übersehen. Also da muss man ein bisschen drauf achten. Also man braucht schon etwas Erfahrung dazu. Es gibt die Möglichkeit des Abstriches. Dass man mit einem Abstrich einfach die Schleimhaut abstreift und das einer mikroskopischen Untersuchung unterzieht, sozusagen. Dann guckt man unter dem Mikroskop, ob wir da HPV-Viren oder veränderte Schleimzellen sehen, die einfach Hinweis darauf haben können. Die beste momentan, also wirklich das Nonplusultra, dass bei dieser
bei dieser Untersuchung ist sogenannte High-Definition-Anoskopie. Das ist tatsächlich eine Anoskopie, also so eine etwas High-Tech-Anoskopie, wenn Sie wollen. Das heißt, wir gucken in After hinein mit Hilfe einer Kamera, mit einer Vergrößerung natürlich und mit einer speziellen, also auch mit einem speziellen Licht. Das ist so. Das heißt, deswegen, wir können durch diese Technik also die kleinsten Veränderungen tatsächlich auch visuell sehen. Also das heißt, wir sehen das richtig vergrößert, wir können auch in verschiedenen Ecken einfach einsehen. Hierzu können wir auch zum Beispiel Präparate verwenden, also so ein Tupfpräparate verwenden, damit auch diese Veränderungen noch besser sichtbar wären. Vorteil, dass wir das relativ schnell und zuverlässig diese Veränderungen sehen können, auch dann mit entsprechenden Geräten können auch die entsprechend auch behandelt werden. Das heißt, wie wir das behandeln, also wenn wir diese kleinen Veränderungen sehen, können die mit Laser zum Beispiel oder mit Elektrokoagulation ganz oberflächlich einfach weggemacht werden. Man kann das einfach biopsieren, man kann es einschicken, aber alles, was verdächtig ist, kann einfach sehr oberflächlich, sehr fein entfernt werden. Die Komplikationsrate oder die Nebenwirkungen sind auch in dem Fall extrem gering. Das ist wirklich eine gute Sache, denn die Erfahrung hat gezeigt, dass die Patienten, die schon mal eine HPV-Infektion haben, das immer wieder entwickeln. Und es gibt Menschen, die wirklich alle 6 Monate, wenn die untersucht werden, wieder irgendwelche Veränderungen haben, die werden einfach entfernt und dann sieht man auch nicht, dann kann es im halben Jahr nochmal sein. Also man kann da wirklich auch sagen, also mit Sicherheit auch sagen, dass wenn man das nicht machen würde, hätten wir dann vielleicht mit den Jahren ein wirklich ernsthaftes gesundheitliches Problem. Also das ist wirklich sehr, sehr gute Sache. Nachteil, das haben relativ wenig Zentren, es gibt nicht viele Proktologen, die sowas haben. Wir haben zum Beispiel das auch nicht, noch nicht, ich weiß es noch nicht, denn ist die Technologie sehr teuer, kann in der gesetzlichen Versicherung leider nicht abgebildet werden, deswegen ist es ein bisschen schwierig, das auch anzuwenden, aber es gibt auch Zentren, die sowas auch anwenden, die sich auf sowas spezialisiert haben und das finde ich auch sehr gut. Wenn Sie mich fragen würden, ich empfehle die Einheit von THD, von Firma THD. Es ist ein sehr handliches System, man kann mit diesem Device, also mit diesem Gerät, man kann tatsächlich auch mit dieser Kamera, man kann wirklich diese kleinen Veränderungen sehr sicher identifizieren. Es gibt auch eine Behandlungsoption, die man in der gleichen Sitzung sofort im Prinzip das auch anwenden kann. Und da sind Sie zum Beispiel als Betroffener auf der sicheren Seite. Als Fazit möchte ich sagen, also wenn Sie jemanden kennen, der diese Erkrankung schon mal hatte oder selber vielleicht mal betroffen sind oder vielleicht eine Risikogruppe darstellen, es ist natürlich eine sehr intime Sache, über sowas zu reden, aber eine Vorsorge und Nachsorge ist extrem wichtig. Da sollen Sie vielleicht mit Ihrem Arzt oder mit dem Proktologen oder Proktologin sprechen, damit Sie eine Lösung finden, wie man es machen kann, damit Sie auch in der Zukunft wirklich von dieser Erkrankung verschont bleiben. Vielen Dank, dass Sie dieses Video bis zum Ende angeschaut haben. Ihr Eduard Karsten, danke.